Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute wieder in Zusammenarbeit mit Bruder Michael, der mich aus Deutschland über Skype begleitet. Wir haben uns vorgenommen, heute den zweiten Teil der Impfquisition aufzunehmen, wo wir weitermachen in dem Interview von dem Dr. Köhnlein über das Buch Viruswahn, was ich ja besser Giftwahn nenne, weil das dann ein bisschen unter dem Radar fliegt, das YouTube ja ausschickt, um alles, was nicht politisch korrekt ist, direkt von ihrer Plattform zu entfernen. Hat mit dem ersten Video gut geklappt. Die Premiere haben Michael und ich jetzt gerade angeschaut, 130 Mal angeschaut in der kurzen Zeit, das fand ich sehr schön. Das soll ja auch ein paar Zuschauer ziehen und vor allen Dingen soll es eben auch, wie ich letzte Woche bereits sagte, dazu ansetzen, selber seine eigenen Studien und Untersuchungen dazu zu machen. Die müssen sich nicht auf das beschränken, was wir hier machen, also das Buch Viruswahn jetzt alleine nachlesen, sondern man kann auch andere Bücher nachlesen, andere Publikationen nachlesen. Und vor allen Dingen sollte man ein Ding nachlesen, das Wort Gottes. Weil wenn man das Wort Gottes hat, dann weiß man sowieso, dass das alles, was in dieser Welt läuft, Quatsch ist und nur nach der Agenda des Antichristen, desjenigen, der gegen Christus und statt Christus auf dieser Welt meint, regieren zu müssen, läuft. Weil eine andere Agenda ist das nicht. Und wer Christus hat, der braucht diesen ganzen Quatsch im Grunde nicht. Aber wir wollen ja dafür sorgen, dass wir als Christen gewappnet sind, um auch Leute, die bis jetzt diesen Glauben noch nicht haben, finden dürfen, dahin zu bringen. Und man kann die Menschen oftmals zum Glauben bringen, durch ihnen weltliche Probleme auf eine spirituelle Art und Weise zu erklären. Und genau dafür ist das Buch Viruswahn von dem Dr. Köhnlein sehr wichtig. Dazu sind diese ganzen anderen Bücher wichtig, die ich noch lesen werde in dieser Serie Inquisition. Und ich stelle mich jeden Tag, wenn ich hier vor das Mikrofon trete, vor das Dilemma, dass ich sage, ich habe wieder so viele Seiten in diesem Buch Viruswahn gelesen, da stehen so viele tolle Dinge drin, ich möchte so viele Dinge gerne vorlesen, das werde ich auch gleich machen, aber erstmal möchte ich jetzt den Michael ans Mikrofon lassen. Hallo Michael, herzlich willkommen, schönen Dank, dass du mich wieder begleitest heute Abend und ja, vielleicht hast du ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, hallo allerseits. Ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ich möchte eigentlich mehr zuhören, um halt den Zuschauer die Möglichkeit zu geben, dieses Interview zu lauschen. Virus übrigens wird uns bei Wikipedia erklärt, dass es lateinisch ist und eine natürliche zähe Feuchtigkeit, Schleim, Saft, speziell Gift und eine infektiöse organische Struktur ist. Also soweit, so gut. Also das ist jetzt ein Begriff, der, glaube ich, auch nicht zufälligerweise in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Schädlinge beschreibt, die gerade Produkte des Hauses Microsoft befallen. Ne? Könnte mir also gut vorstellen, dass es also in weiser Voraussicht vor Jahrzehnten schon irgendeine Korrelation ist, die nicht zufällig passiert. Wobei die Firma Microsoft auch da den Virus nicht im Griff hat. Aber gut, so wie mal eben dazu. Also ich lausche gerne dem weiteren Interview oder auch dem Buch, weil ich denke, dass es eine gute Herangehensweise ist, sich mit den Aussagen eines renommierten Mediziners und ja nicht nur einem, es haben ja, wenn ich richtig im Kopf habe, mindestens drei Doktoren an diesem Buch herumgedoktort, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann leg mal los. Ja, Michael, das werde ich tun. Zu dem Virus nochmal eben eine andere Sache. Das wird auch später in anderen Lesungen, die ich zu diesem Thema noch mache, auch erwähnt. Der Virus wurde ja im Grunde entdeckt als eine Krankheit auf einer, ich glaube, Tabakpflanze. Und Virus heißt, wie du korrekt sagst, im Deutschen übersetzt es ein lateinisches Wort, heißt Gift. Das Problem ist nur, eine Pflanze lebt nicht. Es war eine Pflanze, die mit diesem Gift oder von diesem Gift befallen war. Ja? Aber eine Pflanze ist kein Lebewesen. Und das wissen wir, wenn wir die Bibel kennen. Da muss ich gar nicht groß drüber diskutieren. Wie das dann, wenn man etwas von einem toten Gegenstand, etwas, was nicht lebt, ist ja tot, von einem nicht lebenden Gegenstand nimmt und das in einen lebenden Gegenstand verpflanzt, was nichts anderes ist, die Inokulation oder die Impfung. Das ist ein Thema, das geht unglaublich tief und da werden wir uns vor allen Dingen in den Büchern aus dem 19. Jahrhundert von dem Dr. Hennemann und anderen drüber beschäftigen. Also das ist auch mal eine Sache, um mal eben drüber nachzudenken, dass der Virus nicht an Tieren oder Menschen entdeckt wurde, sondern einer Pflanze.
die kein Lebewesen im klassischen Sinne ist. Ja, das sagt dir aber die Schulbiologie so, dass es eben Lebewesen sind. Ja, und deswegen hast du da wieder ein Problem, weil du überkreuzt bist mit der allgemeinen Meinung, die letzten Endes dann auch in den ganzen Biologie-Lehrbüchern drin ist. Deswegen sage ich ja, ich verstehe ja die Herangehensweise, ich argumentiere ja genauso. Das Problem ist, dass die Schulbiologie genau andersrum argumentiert und eben sagt, dass das Lebewesen sind. Richtig, aber wir wollen ja in diesem Video auch immer herausstellen, dass wir alles, was wir machen, lesen, diskutieren, besprechen, messen an der Bibel. Wie eben auch die guten Juden in Thessaloniki, die bessere Juden waren als die anderen, weil sie eben täglich in der Bibel lasen und alles in dieser Welt an der Bibel gemessen haben. Das tun wir auch. Ich will es ja einfach nur sagen, weil du hast das Problem, wenn du da schon mit Lehrern oder mit Leuten diskutierst, die halt Biologiebücher zu Hause haben, die sagen, nein, nein, also es gibt 5 Kennzeichen angeblich, die eben Leben indizieren. Und das sind Wachstum und Entwicklung, Stoffwechsel, sich selbstständig bewegen und auf Reize reagieren. Und das 5. ist hier, sich fortzupflanzen. Und die Bewegung bei Pflanzen könnte man schlecht sehen. Okay, aber also, Viren sind in dem Hinsicht dann ja auch keine Lebewesen, weil Viren können sich nicht fortpflanzen und Viren haben auch keinen Stoffwechsel. Aber da komme ich gerade drauf in der Sache, die ich gerade vorlesen möchte. Lass mich das mal kurz lesen. Ich wollte es ja nur mal sagen, nicht, dass nachher dann Leute sagen, wir werden unwissenschaftlich oder wir hätten da keine Ahnung, wir werden einen Tunnelblick oder so. Wir sind, glaube ich, uns absolut beiderseitig derselben Meinung, dass wir wissen, wie die Schulmedizin argumentiert und was die Menschen in den Schulen und Universitäten heutzutage lernen. Ja, das ist ja auch immer das Problem in solchen Büchern, wie zum Beispiel eben auch der Viruswahn. Das ist geschrieben worden von jemandem, der ein absoluter Anhänger der Evolutionstheorie ist. Und das kommt auch in vielen Dingen, die geschrieben werden in diesem Buch vor. Deswegen habe ich Probleme damit, dieses Buch online ganz zu lesen. Deswegen beschränken wir uns heute auf das Interview, das wir uns gleich weiter anhören wollen. Aber ich kann nicht umhin, ich möchte euch ganz kurz aus dem ersten Kapitel "Die Medizin transportiert ein verzerrtes Bild von Mikroben". Da möchte ich euch gerne ein Stück draus vorlesen. Das ist nicht so besonders lang, aber ich finde es sehr interessant und zwischen Anführungszeichen sogar ein wenig lustig. Es steht hier unten auf Seite 60, doch ob Nobelpreisträger oder Laie, jeder sollte sich einmal die simple Frage stellen. Wie ist es eigentlich vorstellbar, dass Viren wie wild gewordene Rambos durch die Welt schwirren und eine Menschenzelle nach der anderen umlegen? So verfügen Viren, im Gegensatz zu Bakterien und Pilzen, nicht einmal über einen eigenen Stoffwechsel. Also was Michael gerade vorgelesen hatte, was einer der 5 Punkte ist, die Leben ausmachen, haben Viren eben zum Beispiel schon mal gar nicht. Per Definition haben Viren ihren Stoffwechsel vollständig an die Zelle abgegeben. Damit fehlen Viren, die nur aus einem Nukleinsäurefaden, DNS oder RNS-Erbsubstanz und einer Eiweißkapsel bestehen, die entscheidenden Merkmale eines Lebewesens. Sie zählen streng genommen gar nicht zu den Mikroben, das aus dem griechischen Mikro, klein, und Bios, Leben kommt. Und übrigens, da wollte ich nochmal kurz was sagen, nicht Michael, Microsoft kommt, erinnert mich ja auch an Mikrobe, wo du das erwähnt hattest mit dem Virus. Na gut, das Buch fährt fort und sagt, wie aber sollen Viren dann bakteriengleich in der Lage sein, aktiv und von sich aus aggressiv zu werden? Also etwas, was nicht lebt, wird dann auch noch von sich aus aggressiv. Hinzu kommt, dass es heißt, Viren würden womöglich seit 3 Milliarden Jahren existieren. Wie gesagt, der Autor oder die Autoren dieses Buches sind Anhänger der Evolutionstheorie. Und genau wie Bakterien und Pilze, so sollen auch Viren ubiquitär vorhanden sein. In der Tiefsee ebenso wie im Polarkreis. 1 Liter Meerwasser zum Beispiel soll nicht weniger als 10 Milliarden Viren von sehr einfachen Organismen wie einzelligen Algen, sogenannten Bakteriophagen, enthalten. Also 10-mal so viele Viren, Phagen, wie Bakterien. Beides, die lange Entwicklungszeit und das universelle Vorhandensein, das erinnert mich da wieder an katholisch, spricht aber klar dafür, dass die Natur, die stets ein Gleichgewicht anstrebt, in Symbiose mit diesen Viren lebt. Darf ich eben dazu sagen, dass ubiquitär überall verbreitet heißt, weil ich musste selber gerade auch mal eben nachgucken. Ja, okay.
überall verbreitet. Also dasselbe wie katholisch, ne? Universal. Sogar das in Sachen Viren eher streng orthodoxe Fachmagazin The Scientist berichtete 2016, dass, Zitat, einige der in und auf dem menschlichen Körper lebenden Viren nützlich sein könnten. Und ich habe euch ja gesagt, es wird ein wenig lustig, dann hört jetzt mal zu. Ein Glück, dass diese Ubiquität von Phagen noch nicht an die Bewusstseinsoberfläche der herrschenden medizinischen Virusforschung vorgedrungen ist. Ansonsten würde man wohl alles daran setzen, etwa das Baden im Meer nur noch mit Ganzkörperkondom oder Seuchenschutzanzug und unter der Maßgabe, dass man prophylaktisch antivirale Medikamente schlucken muss, erlauben. Und man würde vielleicht versuchen, das Meerwasser großflächig zu desinfizieren. Auf dem besten Weg dahin befindet man sich schon, denn auch Phagen werden bereits im öffentlichen Diskurs als Superbösewichte, die mit, Zitat, fiesen Tricks arbeiten, Ende Zitat, dargestellt. Doch echte Belege gibt es auch hierfür nicht. Und jetzt könnte ich noch ein wenig fortfahren, weil am Ende dieses Kapitels wird über einen gewissen Robert Koch geschrieben. Und das kann ich einfach nicht für mich behalten, das muss ich vorlesen, weil wir ja tagtäglich in Deutschland mit diesem sogenannten Robert-Koch-Institut und seinem Tun und Lassen in der heutigen Agenda konfrontiert werden. Richard Smith, das steht auf Seite 66 unten, von 1991 bis 2004, Chef des British Medical Journal, sagt, Peer-Reviewing ist leicht zu missbrauchen. Ja? Ineffektiv beim Aufdecken grober Mängel und fast nutzlos beim Aufdecken von Betrug. Was ist Peer-Reviewing? Experten seien Peers, die anonym bleiben und die begutachten, also reviewen, wie man im Englischen sagt, die von ihrer Wissenschaftskonkurrenz eingereichten Anträge auf Forschungsprojekte sowie Fachartikel und entscheiden dann darüber, ob die Anträge gewährt bzw. die Artikel in einem Fachmagazin abgedruckt werden. Das ist Peer-Review. Man hört oftmals den Ausdruck, aber weiß gar nicht genau, was es ist. Jetzt wisst ihr zumindest, was das ist. Also, Richard Smith sagt, Peer-Reviewing ist leicht zu missbrauchen, ineffektiv beim Aufdecken grober Mängel und fast nutzlos beim Aufdecken von Betrug. Ende Zitat. Kein Wunder also, dass all die Betrugsfälle, die der Wissenschaftshistoriker Judson in seinem 2004 erschienenen Buch »Der große Verrat – Betrug in der Wissenschaft« schildert, gar nicht durch das Peer-Review-System aufgedeckt wurden, sondern durch puren Zufall. Und neben Pasteur, der vorher in diesem Kapitel wunderbar besprochen wird, tauchen da auch so illustre Namen auf wie Sigmund Freud oder auch David Baltimore, einer der bekanntesten Medizin-Nobelpreisträger. Und da sehen wir in Kapitel 2 mehr von, genau wie Robert Koch. In der Tat war auch die zweite Lichtgestalt der modernen Medizin, der deutsche Arzt Robert Koch, der lebte zwischen 1843 und 1910, in Wahrheit ein geschäftstüchtiger Schwindler. So verkündete der Mikrobenjäger mit übergroßem Ego 1890 auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin vollmundig, er habe ein Wundermittel gegen Tuberkulose entwickelt. Und in der deutschen medizinischen Wochenzeitschrift legte Koch nach, Versuche an Meerschweinchen hätten bewiesen, dass es möglich sei, die Krankheit völlig zum Stillstand zu bringen, ohne den Körper in anderer Weise zu schädigen. Das klang wie ein Wunder. Und die Reaktion der Weltöffentlichkeit auf das angebliche Wundermittel Tuberkulin war zunächst auch so überwältigend, dass in Berlin, der Wirkungsstätte Kochs, Lungenheilanstalten wie Pilze aus dem Boden schossen. Kranke aus aller Welt machten die deutsche Hauptstadt zu einer Art Wallfahrtsort. Doch schon kurz darauf kam das dicke Ende, als das Tuberkulin katastrophal versagte. Langzeitheilungen traten nicht auf. Stattdessen fuhr vor den Lungenheilanstalten ein Leichenwagen nach dem anderen vor. Zeitungen wie die Neujahrsausgabe des Satireblattes Der wahre Jakob spotteten, Zitat, »Herr Professor Koch! Mögest du ein Mittel enthüllen gegen Schwindelsuchtbazillen. Ende Zitat. Im Stile Pasteurs hatte auch Koch den Inhalt seines vermeintlichen Wundermittels zunächst streng geheim gehalten. Doch als die Todesraten in die Höhe schnellten, schaute man dann doch genauer hin und es stellte sich heraus, dass das Tuberkulin nichts weiter war als eine durch Hitze abgetötete Bazillenkultur.
von der beim besten Willen niemand hätte annehmen können, dass es Tuberkulosepatienten, die unter starken Mangelzuständen litten, auch nur irgendwie hätte helfen können. Im Gegenteil. Alle Menschen, ob nun die, an denen das Gebräu zuvor getestet worden war, oder die, die es später als vermeintliches Heilmittel bekamen, reagierten heftigst mit Schüttelfrost und hohem Fieber oder mit dem Tod. Schließlich gelang es Kritikern Kochs, darunter eine andere Medizinautorität von damals, Rudolf Virchow, der Nachweis als Tuberkulin nicht imstande war, Tuberkulose zu stoppen. Vielmehr sei zu befürchten, so das vernichtende Urteil, dass es den Krankheitsprozess noch verschlimmere. Koch wurde aufgefordert, Beweise für seine berühmten Meerschweinchenversuche vorzubringen, doch dazu war er nicht in der Lage. Experten wie der Heidelberger Historiker Christoph Gradmann sagen daher, dass Koch die Markteinführung des Tuberkulin geschickt inszenierte. Alles schien von langer Hand geplant. So hatte sich Koch in der ersten Tuberkulin-Euphorie schon Ende Oktober 1890 von seiner ungeliebten Hygieneprofessur beurlauben lassen. Um also sein Tuberkulin ausgiebig erforschen zu können, forderte er in vertraulichen Briefen vom preußischen Staat ein eigenes Institut, nach dem Vorbild des Institut Pasteur in Paris. Das kennen wir heute unter dem Namen Robert-Koch-Institut. Den zu erwartenden Profit kalkulierte der Professor auf der Basis einer Tagesproduktion von 500 Portionen Tuberkulin auf 4,5 Millionen Mark jährlich. Wir sprechen hier über 1890. Damals war die Mark noch eine ganze Menge wert. Zur Verlässlichkeit seiner Prognose merkte er trocken an: Auf 1 Million Menschen kann man durchschnittlich 6.000 bis 8.000 rechnen, welche an der Lungentuberkulose leiden. Auf ein Land mit 30 Millionen Einwohnern, das war Deutschland damals, kommen also mindestens 180.000 Tuberkulosekranke. Dass Kochs Veröffentlichung in der Deutschen Medizinischen Wochenzeitschrift zudem zeitgleich mit überaus positiven Erfahrungsberichten seiner Vertrauten erfolgte, diente, so Gradmann, Zitat, ebenso sehr der Prüfung wie der Propaganda des Tuberkulins. Und abschließend sage ich zu Robert Koch noch etwas, was ein wenig früher in diesem Buch hier geschrieben steht. Robert Koch hat seine Studien unzugänglich gemacht. Oder war das jetzt will ich nichts Verkehrtes sagen, oder war das Pasteur? Einer von beiden. Ich glaube, es war Pasteur. Wo man dann erst viel später, im Jahre 2004 wohl, oder in den 90er Jahren, erst Zugang hatte zu seinen Unterlagen und dann Dinge erst nachforschen konnte. Und das ist ja nun nicht gerade wissenschaftlich, dass man die Dinge geheim hält. So, das wollte ich aus dem Buch vorgelesen haben, zur Einleitung, ein wenig teilweise auch zur Belustigung und zur Lehre. Jetzt lasse ich natürlich nochmal eben den Michael ans Wort kommen, der sich gerade nochmal melden wollte, und dann können wir in dem Interview weiterfahren. Bitte, Michael. Ja, ich könnte da eine ganze Menge zu sagen, aber ich denke, wir sollten eher mit dem Buch fortfahren. Aber zu der Kochschen Geschichte, ist es nicht interessant, dass genau diese Dinge in den ganzen Medien nicht auftauchen über die Geschichte von Robert Koch, dass nicht mal ein Journalist oder ein Sender oder ein Format mal sagt, Moment, halt mal, schon mal hat der Namenspatron dieser Organisation damals eben ein Heilmittel versprochen. Und so weiter. Also komischerweise wird das nirgendwo erwähnt. Zumindest nicht da, wo ich mal so landläufig geguckt habe. Und ich habe mit der Tatsache habe ich einen Arzt interviewt vor einiger Zeit, letztes Jahr. Und der meinte zu mir unter vier Augen, naja gut, also das darf man da alles nicht so schlimm sehen von damals. Zu der Zeit der Jahrhundertwende, da gab es eben noch keine Peer Reviews und so weiter. Also das ist die Aussage von einem studierten Arzt, den ich dazu bekommen habe. Der fand das jetzt nicht so schlimm mit dem Skandal, wo ich immer darauf angesprochen habe, weil er sich auf den Standpunkt stellt und sagte, also es ist erst seit den 60er Jahren in Deutschland ungefähr so, dass also viele Dinge, bevor sie eine Zulassung haben, geprüft wird, was natürlich jetzt im Augenblick dann eine andere Geschichte ist. Aber das ist da also jetzt, ich habe eine Meinung von einem Arzt, ich habe jetzt nicht 10 Ärzte interviewt, aber ich kenne die Geschichte von dem Robert Koch und die ist noch viel, viel ausführlicher und ganz und viel, viel schlimmer vor allen Dingen. Ja, aber interessant, wie gesagt, dass es da eben keine Nachrichten zu gibt, sodass die Menschen also heutzutage glauben, das wäre ein Wohltäter. Ja, das, und dann kommt da ja noch zu, das Robert-Koch-Institut, das kann man ja sogar auf Wikipedia nachlesen, hat ja während der Herrschaft im Dritten Reich
ganz offiziell an Menschenversuchen teilgenommen. Weil Menschen waren billiger als Versuchskaninchen. Ne? Und da gibt es auch, glaube ich, so einen deutschen Politiker, der spricht von 50 Millionen Versuchskaninchen. War das nicht der Kanzlerkandidat Olaf Scholz? Ja, der von der SPD. Ja, und dann habe ich letztens im Interview irgendwas gehört von dem Jens Spahn, der ja Gesundheitsminister ist. Und da sagte einer, der Ehemann von Spahn. Ich dachte, wie bitte? Das ist ein Sodomit. Ein Sodomit, der den Da Deutschen ist er nicht erzählt, was unter. sie tun müssen, um gesund zu bleiben. Sag mal, wo leben wir denn? Ja gut, das ist ja nicht der einzige in der Regierung. Da gibt es ja Nee, aber einige, ja, da gut. gibt es ja einige in beiden Geschlechtern. Und das kann man nur nicht so öffentlich sagen, weil das wissen eigentlich viele hinter vorgehaltener Hand. Aber da darf man nicht viel zu sagen und da wird auch nie ein Zeitungsbericht in einem großen Printmagazin zu erscheinen. Das ist Also dann mir war es nicht bekannt, diskriminierend. ja, mir war es nicht bekannt. Also ich habe mir sind wirklich beide die Ohren abgefallen. Sein Ehemann? Ich dachte, wie, der ist doch ein Mann. Ich sag, Ja, ach nee, bitte. und Oh da nee. gibt es ja eben genau diese sogenannte Maskenaffäre, ne? Dass also da jetzt, Ja, genau, da habe ich das von gehört, ja. Da habe ich ne, gehört, eine genau, Milliarde Euro, die da und so ausgegeben weiter wurde. und so fort, dass was da Ja. alles ist, wenn wir da anfangen, Ja. es ist halt ein Riesen, ist halt ein Riesenfeld mit einem Riesengewinn. Weil die Masken nichts taugen, geben wir die an Arbeitslose und Obdachlose. Wunderbar. Ja, Da zeigen sie ihre richtige Gesinnung mit, ne? was taucht denn diese Aktion, wenn die Artikel nichts taugen? Dann taucht da doch alles nichts, ne? Naja, das zeigt dann eben ihre wahre Gesinnung, ne? Nach dem Oder Motto, zum Teufel die mit den Leuten, ne? Verachtung, ne? Nach dem Motto, da taucht nichts, aber wir geben euch was umsonst. Also, was sollen die damit machen? Soll ich einen Becher Kaffee da reinschütten oder was? Nee, aber jetzt mal ganz ohne Ernst, wenn ich sage, das Ding taucht nichts und ich schenke dir das, dann zeige ich doch da nicht meine Wertschätzung dem anderen Menschen gegenüber, oder? Ich sage, guck mal hier, ich habe hier Müll eingekauft, ich habe ja Müll eingekauft, ich habe totalen Mist und das ist ein totales, ne, Produkt und dann geben wir das eben den Leuten, die nichts haben. Dann haben die zwar auch nur Mist, aber dann haben die wenigstens irgendetwas. Also ich meine, die Logik muss mir mal jemand erklären. Aber wie gesagt, die Maßnahmen dürfen ja nicht hinterfragt werden. Nee, man darf ja viele Dinge nicht hinterfragen in Deutschland. Nee, Und genau. nochmal eben, weil du kurz das Peer Review erwähnt hast, nochmal eben, deswegen hatte ich das ja eben auch in dem Buch kurz vorgelesen, wo auch in dem einen Absatz über das Peer Reviewing gesprochen wird. Ich lese es nochmal vor, dass wir es bitte gut verstehen. Ja? Experten, Peers, die anonym bleiben, begutachten, to review, die von ihrer Wissenschaftskonkurrenz eingereichten Anträge auf Forschungsprojekte sowie Fachartikel und entscheiden dann darüber, ob die Anträge gewährt bzw. die Artikel in einem Fachmagazin abgedruckt werden. Rund 50.000 solcher Peer-Reviewed Journals soll es mittlerweile geben. Und alle bekannten Magazine wie Nature, Science, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, The Lancet und so weiter sind Peer-Reviewed. Da gibt es bei Peer Review einen ganz großen Interessenkonflikt. Und da wollte ich drauf hinaus. Und da solltet ihr vielleicht ein wenig eure eigenen Nachforschungen hin in der Richtung anstellen. Und jetzt das lang angekündigte, jetzt endlich weiter stattfindende Interview des Autoren Dr. Med. Klaus Köhnlein zu seinem Buch Viruswahn, das er, wie gesagt, ja bereits geschrieben hat im Jahr 2011. So, machen wir das ein kleines bisschen kleiner, so können wir das Bild da gut sehen. Und dann haben wir hier das Audio irgendwo. Ah ja, hier. Und wir waren stehen geblieben in einem Moment, wo eine weitere Anruferin eingeladen wird und jetzt noch einen Kommentar abgibt, wo Michael dann über den Stefan Lanka letztes Mal gesagt hatte, darüber ging das hier in diesem Fall. Und da machen wir jetzt weiter. Michael, wie gesagt, wenn du jetzt gleich nichts hörst, dann ganz kurz was sagen, dann muss ich den Schirm nochmal teilen. Und Ja, ich muss was ansonsten. sagen, gerade, weil du sagst gerade, das Buch ist aus 2011. Ich habe es gerade nochmal geholt. Also die Ausgabe, die ich hier habe, das ist die sechste und die ist von 2010 und Copyright ist von 2006. Also ist schon ein paar Tage älter. Also Interview ist ja von 2011. Das Interview ist von 2011, Ja. das Buch ist von 2006. Und die Ja. Neuauflage selbst von 2021. Ja, genau. Die ich habe, nicht? Mit Covid dabei, Ja, die ist die von letzte dann halt, ne? 2021. Ja. Also Ursprünglich aber von 2006, ja. Ich habe die sechste Auflage hier vor mir liegen und du hast wahrscheinlich irgendwie die zehnte oder Ich habe sowas, die weißt du? 10. Auflage, ja. 10. Ja. aktualisierte Auflage mit Okay. 94 Seiten zum Corona-Wahn. Und das ist auch das, was hier in dem Bild ist, ne? Steht da hier auch bei, ja.
Und das ist auch der Link, der in der Beschreibungsbox dieses Videos dabei ist. Da könnt ihr euch dasselbe Buch im Internet bestellen. Gut, dann fahren wir jetzt weiter mit dem Interview. Hat es nicht schon immer bei Tieren und Menschen schlimme Infektionskrankheiten gegeben? Und durch sogenannte moderne Medizin sind sie nicht so zu kriegen. Die Krankheiten meine ich. Und manche Menschen sind anfälliger. Aber deswegen ist die Menschheit nicht ausgestorben. Wohl werden aber durch Nebenwirkungen der Medikamente andere Krankheiten ausgebrütet. Wie sieht das der Autor? Ja, das sehe ich ganz ähnlich wie Sie. Es ist so, dass die Infektionskrankheiten sich ja in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückentwickelt haben. Da wird immer gesagt, die großen Impfkampagnen seien der Erfolg und seien schuld an dieser Entwicklung. Aber wenn man genau hinguckt, dann muss man sagen, sind die Infektionskrankheiten schon vor Einführung der Massenimpfung zurückgegangen. Das heißt, andere Mechanismen sind schuld daran, dass die Infektionskrankheiten zurückgehen. Und da muss man sagen, das sind ganz klar die Lebensumstände, die verbesserten Lebensumstände, die wir haben in der Nachkriegszeit. Die Leute sind wieder gut ernährt, die sanitären Anlagen sind in Ordnung und das ist der Grund, weswegen Infektionskrankheiten zurückgehen und die Impfungen haben, wenn überhaupt, daran nur einen ganz kleinen oder vermutlich sogar gar keinen Anteil. Wir haben hier beim Saarländischen Rundfunk mal ein Funkkolleg über Sozialmedizin produziert sogar und da war man auch auf die Erkenntnis gekommen, dass viele der Verbesserungen, die man auf Medikamente zurückgeführt hat, wie Sie eben schon sagten, durch zum Beispiel verbesserte Hygiene, einfach durch ein geregeltes Abwassersystem in den Städten zum Beispiel oder andere Lebensbedingungen, dass die Leute nicht in so dunklen, nassen Wohnungen mehr wohnen mussten, entstanden sind. Ganz genau, ja. Also die Verbesserung der sanitären Verhältnisse sind ein Grundpfeiler für das Rückgehen der Infektionskrankheiten. Und das ist auch das, was wir in Afrika erleben. Dort grassieren noch Infektionskrankheiten. Wenn Sie sich die Favelas, die Slums angucken, das ist eine Brutstätte für Seuchen. Und dort erleben wir eben auch noch gehäuft Infektionskrankheiten. Und damit kombiniert ein geschwächtes Immunsystem. Das Ganze wird in Afrika jetzt als AIDS umdefiniert. Insofern, als auch dort der HIV-Test dann verbreitet wird und eine Tuberkulose, die bis dato Tuberkulose hieß, wird dann durch einen HIV-Test zu AIDS. Daher diese Horrorzahlen in Afrika. Ja, das wollte ich gerade mal nachfragen, weil also wir hören ja in den Nachrichten ständig, dass also in Afrika eine ungeheuer hohe Rate von Leuten AIDS hat. Und Sie meinen also, die haben nicht AIDS, die haben schon irgendeine Krankheit und die wird dann einfach AIDS genannt. Ganz genau so ist es. Auch in Afrika gibt es kein neues klinisches Krankheitsbild, was irgendwie wie AIDS aussieht, sondern es gibt die vorher bestehenden Krankheiten da, Malaria, Tuberkulose, Wasting im weitesten Sinne, also Gewichtsabnahme, Durchfall, Lungenentzündung. Das sind alles Krankheiten, die es da schon immer gegeben hat. Und haben diese Leute dann auch diesen HIV-Virus? Längst nicht alle, aber manche haben ihn und die ihn dann haben, beziehungsweise bei denen der Test positiv reagiert, mehr ist es ja eigentlich gar nicht, die werden dann als AIDS-Patienten klassifiziert. Das heißt, es ist eine einfache Umschichtung von Diagnosen. Es ist überhaupt nichts Neues und es ist keine Epidemie in dem Sinne, sondern auch hier nur eine seuchenhafte Verbreitung eines neuen biologischen Tests. Warum soll das gemacht werden, wenn es denn gemacht wird? Also wer hat ein Interesse daran, das umzudefinieren oder eine neue Seuche zu erfinden, wie Sie in dem Buch ja auch schreiben? Naja, da spielt das Geld sicherlich eine große Rolle. Es ist so, dass an der AIDS-Problematik ja Milliarden Dollar hängen. Wenn Sie sich vorstellen, wie man mit einem Antikörper Geld verdienen kann, wenn man den erstmal marktreif hat und geschafft hat, dass die Menge glaubt, dass davon eine Gefahr ausgeht, dann ist das Geldverdienen damit gar nicht zu stoppen. Sie müssen sich vorstellen, jede Blutkonserve wird mit diesem Test getestet, auf HCV, auf HIV und das täglich, weltweit. Also es ist ein uferloser Umsatz, der mit solchen Infektionshypothesen zu machen ist, während mit Intoxikationshypothesen in der Regel überhaupt kein Geld zu verdienen ist. Im Gegenteil, es ist in der Regel kontraproduktiv. Also Intoxikation heißt, Sie gehen davon aus, jemand ist vergiftet worden durch irgendwelche Schärfstoffe. Also die Alternative zu der AIDS-Problematik ist ja eine Drogenproblematik. Daran zu erkennen, dass das Syndrom, dieses AIDS-Syndrom ja damals bei schwer drogenkranken Homosexuellen aufgefallen ist, die eine spezielle Droge konsumiert haben. Das sind die sogenannten Poppers, das sind Nitritinhalantien, die schwer kanzerogen und immunotoxisch sind. Also krebserregend und giftig. Krebserregend und immunschädigend. Ja. Mhm. Und wenn man das lang genug macht, diese Nitritinhalantien inhaliert, dann hat man sein Immunsystem in der Tat ruiniert und dann ist es auch sehr schwer, aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Da das sterben heißt, dann junge Menschen. Also es stimmt dann, das Immunsystem ist ruiniert, aber es ist nicht durch dieses Virus ruiniert, sondern durch die Lebensweise, durch die Drogen zum Beispiel. Genau, ja, es ist durch diese Drogen ruiniert. Es gibt einen großen Überhang zwischen HIV und dem Gebrauch dieser Nitrite,
sodass eben damals auch vermutet wurde vom National Institute of Drug Abuse in Amerika, dass also die dem Poppers Institut diese, für Drogenmissbrauch, genau, ich versuch's immer zu übersetzen, ne? Ja, dass diese Nitritinhalantien einen Anteil an dieser an der AIDS-Problematik haben. Es war sowieso anfangs so, dass man sagte, das muss eine Lifestyle-Erkrankung sein, weil eben nur diese spezielle Gruppe von drogenabhängigen Homosexuellen betroffen war. Es hieß auch damals GRID, Gay-Related Immune Deficiency, war das Kürzel damals, bevor HIV auf den Markt kam. Und dann kam aber Robert Gallo und sagte, ich habe das Virus isoliert, ich bin dieser hervorragende Biologe, der das Virus isoliert hat und habe einen Antikörpertest, patentreif, und das hat ihm die amerikanische Regierung sofort abgekauft, stand am nächsten Tag in allen Medien, dass also ein amerikanischer Wissenschaftler die Ursache von AIDS entdeckt habe, und damit war die Sache gelaufen. Fortan ist jeder, der HIV-positiv markiert ist, dem wird gesagt, du hast das Risiko, AIDS zu kriegen, und damit du das nicht kriegst, schluckst du heute am besten schon mal hochtoxische Medikamente. Also sehr gefährliche Medikamente. Ich versuche das immer noch mal ins genau, Deutsche ja, zu übersetzen. Sehr giftige Medikamente, ja. Hören wir noch einen Anruf. Tragen wir Menschen nicht einen Teil selbst dazu bei, dass wir krank werden, sodass zum Beispiel die Viren und Seuchen ein leichtes Spiel haben? Ganz genau. Der Mensch ist in der Regel selbst verantwortlich für seine Gesundheit, und das ist manchmal schwer einzugestehen für den einen oder anderen. Er ist häufig nicht bereit, eine Lifestyle-Änderung vorzunehmen, speziell dann, wenn es auch um Drogen geht. Das ist dann auch sehr schwierig, wenn man einmal damit angefangen hat, da wieder von runterzukommen. Da gehört dann schon ein sehr harter Charakter dazu. Oder eben sich anders zu ernähren und so weiter. Das ist ja, das hat hier auch ein Hörer aus Neunkirchen gefragt, warum wir das eigentlich mitmachen, diese Propaganda. Und ein Grund könnte ja sein, ich mache mal die Analogie zum Rüstungswettlauf. Es ist ja sehr beruhigend in gewisser Weise, wenn man einen äußeren Feind hat. Früher waren das die bösen Russen. Und der große Vorteil ist, man kann dann ablenken von den inneren Problemen, die man selbst hat. Man kann die Schuld nach außen projizieren. Und eine Rüstungsindustrie kann natürlich prächtig verdienen an der Feindabwehr. Ganz genau. Und all das trifft ja eigentlich auf diese Viren auch zu, die auch so ein bisschen der äußere Feind sind, der eindringt, und wir armen unschuldigen Opfer bekommen den Feind ab und müssen uns dagegen wehren. Genau so ist es, ja. Das geht so ein bisschen American Way of Life. Ja. Die Amerikaner, die machen Krieg gegen andere Staaten und eben auch im Gesundheitssektor Krieg gegen Krebs, Krieg gegen AIDS, in diesem Fall jetzt Krieg gegen die Vogelgrippe. Und es werden Milliarden Steuergelder verschwendet, also gerade im Bereich der Vogelgrippe ist es sehr durchsichtig, auch für den Normalbürger, wie der Geldfluss ist, wenn man... Ja, ich muss hier mal kurz unterbrechen, weil er hatte ja gesagt, dieser Feind von außen, ja, der Virus ist ein kleiner Feind von außen, ne? Dass die klein sind, ist ja nun auch sehr gut in dem Buch Viruswahn beschrieben. Wenn ich das höre, dann denke ich so an die Aussprache, die der amerikanische Präsident Ronald Reagan in den 80er Jahren vor der Vereinten Nationen geprägt hat, als er in einem Speech sagte, also in einer Ansprache sagte, stellen Sie sich doch mal vor, die Menschheit würde morgen von einem Feind von außen angegriffen. Wir würden all unsere inneren Probleme vergessen und würden sofort alle zusammenstehen, um diesen Feind, und er hat natürlich da von Außerirdischen gesprochen, zu bekämpfen. Die außerirdische Agenda haben die ja auch immer noch. Ich glaube, was sie mit den Viren nicht schaffen, das probieren sie dann mit der außerirdischen Agenda zu schaffen. Aber an diesen Speech habe ich mal gedacht, und den könnt ihr gerne mal suchen. Den kann man in YouTube ganz leicht finden, und da könnt ihr euch das anhören. Ist natürlich in Englisch. Ronald Reagan war ja ein amerikanischer Schauspieler. Ja. Präsident, sagen viele. Beste Rolle, die er jemals gehabt hat, bei den 80ern. Ja, genau. Ja, du wolltest auch noch was dazu sagen, Michael. Dann lasse ich dich mal eben ans Wort, bitte. Na, weil der Herr Dr. Köhnlein eben genau gesagt hat, dass es da eben leichter ist für die Menschen, einen Feind von außen zu akzeptieren, der dann natürlich dann auch noch irgendwo medizinisch verklausuliert ist, nach dem Motto, ja, Sie haben dies und jenes und Sie müssen dann halt dann direkt unsere Lösung akzeptieren. Das ist ja die einzig medizinische Lösung. Ist ja jetzt im Augenblick da draußen die sogenannte Impfung. Und bei vielen anderen Sachen, die der Arzt verschreibt, ist es ja auch nur die einzig mögliche gangbare Lösung. Denn schließlich ist eher die Autorität. Und da sehe ich halt einfach nur das Problem drin. Die Menschen sind so komfortverwöhnt, dass die halt einfach sagen, aha, da ist irgendetwas. Also muss ich jetzt irgendeinen Spezialisten hin, der mir das wegmacht. Ja,
Ja, und das ist auch ganz super, wenn man dann so den ganzen, mal ganz plakativ halt einfach so ein bisschen bequemer eingestellt ist, dann geht man einfach und vor allen Dingen nichts hinterfragt und nie selber auf den Gedanken kommt, irgendetwas mal nachzulesen oder so und solche ganzen Sachen. Ist ja natürlich sehr einfach hinzugehen und zu sagen, okay, jedes Mal, wenn ich irgendein Problem habe, gehe ich zu irgendeinem Spezialisten hin, der mir dann hilft. Und da höre ich dann drauf, weil das ist ja dann ein Spezialist. Und wenn das dann alle Spezialisten sagen, dann muss das richtig sein. Und ja, da sehe ich halt genau das Problem drin. Es fängt keiner an, sein eigenes Leben zu hinterfragen, warum er denn diese Krankheit gekriegt hat und was er selber daran ändern könnte und warum sein Nachbar eventuell diese Krankheit nicht hat. Da kommt überhaupt niemand drauf. Nein, es wird zu irgendeiner Institution gegangen, hat dem Motto, du machst mir das jetzt weg, ich bezahle dich dafür. Ich finde vor allen Dingen wichtig, Michael, dass die Impfung als alternativlos dargestellt wird. Ja, das sowieso. Das Problem, was ich damit habe, dass es als alternativlos dargestellt wird, ist, welche Alternativen gäbe es denn überhaupt? Es werden ja überhaupt keine Alternativen angeboten, gerade wie du jetzt zum Beispiel sagst oder wie auch der Dr. Könlein hier in seinem Interview sagt. Es hat zu tun mit Drogenmissbrauch, es hat zu tun mit Ernährung, es hat zu tun mit Bewegung, es hat ganz... um nochmal auf die Bibel zurückzukommen. Unser Körper ist der Tempel Gottes. Und wir sind nach der Bibel dazu verpflichtet, mit dem Tempel Gottes gut umzugehen. Ja? Und wenn ich mit Drogen reinschmeiße und wenn ich nur McDonald's esse und Cola trinke, um mir jetzt ein Beispiel zu nennen, dann gehe ich mit dem Tempel eben nicht ordentlich um. Da muss ich mich auch nicht wundern, wenn der sich irgendwann mal gegen mich kehrt. Ja, aber das wird ja nirgendwo gelehrt. Das ist ja mein Punkt jetzt gerade. Und jetzt mit dieser Plandemie, wie man das auch nennen kann, die in dieser Welt im Augenblick rumgeht, wird halt mehr und mehr und mehr in verschiedenen Ländern, ganz besonders hier in Belgien, wo ich lebe, einfach nur gesagt, die Impfungen sind alternativlos. Ja, aber warum nennt ihr denn nicht mal Alternativen, dass man vielleicht mal vergleichen könnte? Ist das wirklich alternativlos? Ist das wirklich die einzige Alternative? Ist das wirklich die einzige Möglichkeit für uns? Das ist ja das Problem im Grunde. Ja? Dieses Wort alternativlos wird dahingestellt, aber über die Alternativen wird überhaupt nicht mal, die kommen überhaupt nicht zur Sprache. Nirgendwo im Fernsehen oder sonst wo, wenn ich das mal schaue, habe ich irgendwo mal von Alternativen gehört. Du vielleicht? Nein, das darf ja auch gar nicht sein, weil ansonsten diese Impfstoffe nicht eine bedingte Zulassung bekämen. Das ist zumindest mein letzter Wissensstand. Ich meine jetzt den zweiten Punkt vom ersten. Also der erste Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, die Menschen begreifen überhaupt nicht die biologische Funktion und auch ihr Immunsystem nicht und sind teilweise auch überhaupt nicht darüber im Klaren, dass sie überhaupt eins haben. Und dass überhaupt, wenn überhaupt eine medikamentöse oder eine sonstige Behandlung eines Menschen nur dann Sinn macht, wenn es das Immunsystem von sich aus nicht schaffen würde. Das ist den Menschen ja überhaupt nicht bewusst, dass letzten Endes eine Krankheit ja erstmal nichts Negatives ist in dem Sinne. Vielleicht braucht man auch eine Krankheit zu dem gewissen Punkt, weil man total erschöpft ist, überarbeitet ist oder sonst irgendein Gebrechen hat. Wenn man jetzt ein Risikopatient ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann muss man sich vielleicht irgendwo Hilfe holen, weil man sein eigenes Immunsystem nicht mehr der Lage Herr werden kann. Aber einen gesunden Menschen hinzugehen und dem jetzt ein Gift reinzuspritzen, oder Adjuvantien reinzuspritzen, die potenzielle Nebenwirkungen auslösen können, die auch ja letzten Endes dann entsprechend indiziert sind, macht natürlich null Sinn. Weil in dem Moment würde ich ja halt einfach davon ausgehen, dass der Mensch ein krankes Immunsystem habe, obwohl er eigentlich gesund ist. Also stelle ich ja alle unter Generalverdacht, dass sie krank sein könnten, beziehungsweise dass das Immunsystem des Menschen nichts taugt. Nichts taugt. Ansonsten müsste ich ja diese Geschichte nicht machen. Und da gebe ich natürlich dann auch genau da das Staffeleisen dann später weiter an dich. Weil es gibt ja keine Regierung hin, das ist ja das Interessante auch, die haben sich ja alle irgendwie lieb und sind sich ja auch alle irgendwie auch plötzlich alle einig, dass also weder irgendwelche unterstützenden Maßnahmen des Immunsystems irgendwo mal propagiert werden. Also keine Regierung geht hin und sagt, so, wir werden jetzt hier mal den Preis von Obst subventionieren, damit alle sich mal gesund in der Grippesaison oder in der Covid-Saison ernähren können. Zitronen bis zum Abwinken und so weiter. Ja, solche ganzen natürlichen Dinge. Oder Sport treiben oder dieses und jenes. Egal, was man sich jetzt da einfallen lassen mag.
Nein, Vitaminpräparate oder halt jetzt, wie gesagt, Obst und Bewegung und frische Luft und was weiß ich noch alles. Ja, aber nein, da, keinen Ton, weil alles läuft nur auf diese Spritze hinaus. Es läuft nur auf diese Spritze hinaus und das hat eben keine gesundheitliche Relevanz. Es geht sich hier letzten Endes nur um einen Impfausweis anscheinend. Auf die frische Luft, Entschuldigung, auf die frische Luft muss ich nochmal eben zurückkommen. Wenn wir uns erinnern, letztes Jahr mit dem ersten Lockdown, ja, also das erste Mal, wo wir eingeschlossen wurden, wie im Gefängnis. Da war wunderschönes Wetter draußen, auch wenn es im Frühjahr war. Die Sonne hat wunderbar geschienen, es war ganz herrliches Wetter und die Leute wurden verpflichtet, zu Hause zu bleiben. In Spanien durfte man 1 oder 2 Stunden pro Tag unter Kontrolle nach das Haus verlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Gerade wo frische Luft und Sonnenschein, das ist, was das Immunsystem fördert. Ja, das müssen Vitamin die Leute D, aber doch Vitamin nicht. D macht der Mensch an, wenn er Sonnenstrahlen auf seinem Körper bekommt. Aber wenn ich den Menschen davon abhalte, an die Sonne zu kommen, dann hat er auch ein automatisch schwaches Immunsystem. Und wo wird der Mensch heutzutage überall gehindert, an die Sonne zu kommen? Wenn man in irgendwelchen Büros arbeitet, wo man von morgens bis abends die Sonne nicht sieht, oder in Kaufhäusern oder in Werkstätten oder sonst wo, immer in irgendwelchen Hallen oder Gebäuden, wo man arbeitet. Das war Punkt 1. Punkt 2, wenn man dann zum Sport treiben, anstatt in die frische Luft zu gehen, und ich hatte damals, als ich Kind war, kann ich mich noch ganz gut erinnern, gab es im Wald solche Trimm-Dich-Pfade. Ja, heute geht man in ein Fitnesscenter, wieder unter erstens dröhnender, was wir wissen, satanische Musik, zweitens wieder unter künstlicher Beleuchtung, wieder kein Sonnenlicht dabei. Wenn man so gesagt seinem Körper was Gutes tut, weil ich gehe jeden Tag 2 Stunden ins Fitnesscenter, ich mache ja Sport. Ja, aber unter welchen Umständen machst du das? Und kippst du da dann irgendwelche Getränke rein? Ich spreche jetzt noch gar nicht mal von Monster und Red Bull und diese ganzen Pop-Up-Drinks, sondern da gibt es ja auch noch andere sogenannte Sportdrinks und sowas, was da alles drin ist, anstatt mal normales Wasser zu trinken. Gesundes Wasser, was man auch oftmals eben selber schon gesund machen muss, weil so wie man es A in der Plastikflasche kauft oder B aus dem Wasserhahn kriegt, ist es ja auch nicht immer gesund. Es sind so viele Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man ein wenig gesünder leben will. Und das kommt doch überhaupt aber der normale, ja, das will kommt doch der normale Mensch gar nicht. Ja, das wäre aber anstrengend, dann müsste er sein Leben ändern. Die Leute wollen doch ihr altes Leben zurück. Michael, da muss ich dir widersprechen. Der normale Mensch, der will immer das, was ihm von oben auf indoktriniert wird. Nee, wenn dem normalen Menschen von oben auf indoktriniert würde, gesund leben zu müssen, dann würde er das wollen. Aber das will ja die Regierung nicht, die eine Antichristenregierung ist, die gegen den Menschen ist. Das ist der Durchschnittsmensch. Der Durchschnittsmensch ist völlig abhängig. Der Durchschnittsmensch hinterfragt nicht. Der Durchschnittsmensch konsumiert. Der konsumiert das, was vorgegeben wird. Und wenn jetzt vorgegeben wird, dass nur dieses Mittel alternativlos ist, dann geht er hin und holt sich dieses Mittel. Das ist ja alternativlos. Das ist genauso, als wenn er zum Arzt geht und sagt, hier, ich brauche jetzt wieder eine Auffrischung, ich brauche jetzt wieder diese, ich brauche jetzt wieder jenes. 364 Tage ansonsten geht er dann nicht irgendwo hin und macht dann nichts. Und dann der eine Gang zum Arzt, das muss dann so sein. Und dann ist wieder alles gut. Dann kann man wieder weiter die Schwarzwälder Kirschtorte essen, dann darf man wieder weiter Bier trinken, man darf wieder weiter rauchen. Man darf wieder weiter rumgammeln, man kann halt weiter Adipositas frönen und so weiter und so fort, also Übergewicht und solche ganzen Sachen. Und das ist alles völlig egal, da redet kein Mensch drüber. Ne? Ansonsten, wenn du jetzt jemanden drauf ansprichst, dann diskriminierst du noch jemanden. Ne? Boah, guck mal hier, du hast ja einen Witz drüber gemacht, du hast dich ja lustig drüber gemacht. Der Mann, der hat halt einfach einen guten Appetit. Nur mal als Beispiel jetzt, sodass das dann wiederum andere Auswirkungen auf seinen Gesamtzustand hat, auf die Knochen, auf die Gelenke, auf den Zuckerhaushalt und so weiter. Ja, da interessiert überhaupt keine Regierung. Wenn ein Mensch Krebs hat, interessiert die Regierung doch nicht. Wenn irgendjemand jetzt raucht, das sind so viele Geschichten, die da draußen sind, was die Regierung, nein, das Einzige, was alle Regierungen auf dieser ganzen Welt im Augenblick interessiert, sind die Fallzahlen zu dem Covid-19-Virus. Und deswegen wird ja auch eine Impfung angeboten im Jahre 2021, 2 Saisons später. Macht ja unheimlich Sinn. Und der zweite Punkt ist, wie gesagt, dass die Menschen halt nicht nur ihr Immunsystem nicht kennen und ihren Lebenswandel nicht ändern wollen. Und der zweite Punkt ist eben genau der, dass die Menschen darauf gedrillt sind, immer zu irgendjemandem zu gehen, der ihre Probleme löst, anstatt sich mal selber in den Spiegel zu gucken und sagen, okay, ich müsste vielleicht mal
das späte Bier abends weglassen oder irgendetwas anderes. Ja, da, keiner möchte irgendetwas ändern, jeder möchte sein altes Leben zurück, der möchte halt einfach im Konsul leben oder wie der Herr Westerwelle das mal so passend gesagt hat, spätrömische Dekadenz. Das war jetzt zwar in einem anderen Zusammenhang, aber das trifft, glaube ich, im Augenblick den Lebensstil da draußen ganz gut. Die Leute wollen alle wieder Party machen und alles ist wieder gut. Ja. Da geht also, keiner hin und sagt, jetzt muss ich aber was ändern, damit ich in Zukunft das gesünder lebe. Da höre ich nichts von. Nee. Da höre ich nichts von. Da ich höre nur etwas davon, bist du geimpft oder nicht? Als wenn das jetzt die Lebensfrage ist. Die Lebensfrage ist nicht, ob du gesund bist, die Frage ist, ob du geimpft bist. Ja. Und dabei kann die Impfung dir weder eine Immunität herstellen, noch in irgendeiner Art und Weise dich vor irgendetwas schützen. Und ist egal, was es ist, das ist ein Fass ohne Boden. Ja, okay. Bevor wir jetzt in dem Interview weitergehen, möchte ich mal ganz kurz über das Immunsystem sprechen, aus meiner Sicht. Wie viele meiner Zuhörer ja wohl wissen oder wie du auch weißt, bin ich ja vor einigen Jahren diagnostiziert worden mit einer Krankheit, die eine Autoimmunkrankheit ist. Die nennt sich Multiple Sklerose. Und ich habe seit, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber sicher seit 5 Jahren, wenn nicht länger, angefangen, Vitamin D schwer in hohen Dosen beizunehmen. Und ich habe vor knapp 10 Jahren meine Ernährung auf vegane Ernährung umgestellt. Und ich bin also jemand, der ein geschwächtes Immunsystem hat, aufgrund dieser Diagnose, dieser Krankheit MS, die ich habe oder haben soll, wenn die Ärzte damit recht haben. Aber ich habe seit 2 Jahren keine Erkältung. Ich habe kein Coronavirus bekommen. Also ist mein Immunsystem, das ja so gesagt geschwächt ist, doch sehr gestärkt dadurch, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Dass ich viel frisches Obst, frisches Gemüse, wenig verarbeitete Produkte esse. Dass ich jetzt die letzten Monate Alkohol weglasse. Dass ich seit fast im Oktober jetzt 4 Jahre aufgehört habe zu rauchen. Und so weiter und so weiter. Ich selber bin das beste Beispiel dafür, dass eine Veränderung davon auch wirklich etwas bewirken kann. Weil sonst hätte ich ja schon längst, wenn das jetzt wirklich so eine Pandemie wäre, wie sie uns weismachen wollen, wäre, dann hätte ich da ja schon längst drunter gelitten, der ich als MS-Patient ja wohl ein nicht mehr optimal funktionierendes Immunsystem habe. Hast du da vielleicht noch was zu sagen? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung, Michael? Ja, wir haben ja auch alle irgendeine Schwachstelle im Körper und das muss man einfach akzeptieren, dass wir eben nicht perfekt sind und immer gesund sind. Und anscheinend ist es ja heutzutage, leben wir in einer Gesellschaft, die immer mehr hingeht und in den Gesundheitswahn verfällt. Also keiner darf ein Bakterium haben, niemand darf erkranken. Wenn ich diesen Satz schon höre, da kommt mir die Galle hoch, wenn jemand sagt, bitte bleiben Sie gesund. Ja, als wenn, schon als Befehl mit Ausrufezeichen, denn Krankheit ist ja verpönt in der Gesellschaft. Ja, das, also, was sollen denn die Menschen sagen, die halt von Anfang an in diesem Leben schon irgendwie mit einem Gebrechen auf die Welt gekommen sind? Ja, du siehst doch einfach diese Einteilung von gesund und krank, auch da wird gespalten in der Gesellschaft, als wenn jetzt die Krankheit eine Gefahr ist für den Volkskörper und so. Wir laufen da wieder in alte Zeiten zurück. Also im Endeffekt sollte man noch jemandem helfen, der krank ist, aber im Endeffekt sollen die Leute ja weggesperrt werden, ja, damit die nicht irgendwie Schaden verursachen können. Dabei genau die Leute, die eigentlich die Hauptrisikoträger sind, dieser ganzen Geschichte, die stecken so komischerweise nicht an. Also wenn du da mal guckst, den Krankheitsstand beispielsweise im Pflegesystem, der ist jetzt also nicht, meiner Meinung nach, zumindest bei den Menschen, die ich im Pflegesystem kenne, nicht höher als vorher auch, obwohl die permanent mit Leuten zu tun haben, die krank sind und mit alten und gebrechlichen Menschen. Was ist das für eine Gesellschaft, die Kranke ausgrenzt, anstatt denen zu helfen? Da guckt doch keiner hinter. Jeder interessiert sich nur für sich. Wir leben in einer egoistischen Gesellschaft, wo die Leute sich Fantasiegeschichten haben einfallen lassen, nur um schneller geimpft zu werden als andere. Also es geht sich hier nur um den absoluten Egoismus. Es geht sich nur um das eigene Leben, die eigene Haut rennen. Ich. Darum geht sich das. Es geht sich nicht um das Thema Nächstenliebe oder irgendetwas zu helfen oder um irgendetwas zu bewerkstelligen und irgendetwas Gutes zu tun. Es geht sich nur um das eigene Ich. Es geht sich nur um, ich will wieder reisen, ich will wieder in die Gaststätte, ich will wieder ich. Darum geht das. Geht nicht um Gesundheit und schon gar nicht um die kranke Menschen. Die Kranken werden ja nicht ausgegrenzt, Michael. Es läuft ja darauf hinaus, dass die Gesunden ausgegrenzt werden. Sie sprechen immer von 3G, ne? Geimpft, genesen oder getestet. Ja, ich bin 4G, ich bin gesund. Ich habe nämlich keins von den anderen dreien. Ich bin weder geimpft, noch bin ich genesen von dieser Viruskrankheit, dieser angeblichen.
noch habe ich mich darauf testen lassen. Ich bin eben einfach gesund. Und das Gesunde, Entschuldigung, und das ist der Punkt, der jetzt dargestellt wird in diesem Leben, in dem wir Augenblick sind. Der, der so gesund ist wie ich oder wie du auch, der ist der neue Kranke. Der wird verfolgt. Der wird ausgegrenzt. Der darf nicht mehr am Leben teilnehmen. Der darf nicht mehr auf Café gehen, also in eine Kneipe gehen. Der darf nicht ins Restaurant gehen. Der darf nicht auf große Veranstaltungen gehen. Der darf nicht mehr ins Kino gehen, weil du hast ja keinen Corona-Pass. Das ist ja das, was jetzt kommt. Das ist ja die Impfverpflichtung, der Impfzwang durch die Hintertür, was kommt. Und der richtet sich gegen die Gesunden. Und der richtet sich gegen die Nicht-Geimpften. Das Gesunde ist das neue Krank. Und das ist die jesuitische katholische Sprache. Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Da erkennt man das doch ganz deutlich hin. Ja? Aber es richtet sich auch gegen Kranke, denn Kranke oder alte Menschen beispielsweise, die jetzt eine Risikogruppe darstellen, die durften in den Seniorenheimen während dieser Pandemie oder während des Lockdowns durften die nicht besucht werden. Ja, es gilt also jetzt genau darum, dass man gewisse Menschen ausgrenzt. Ja, das ist der Punkt, den ich meine. Natürlich werden Gesunde oder diejenigen, die sich nicht der Regel da unterwerfen, auch ausgegrenzt. Absolut d'accord. Nur es geht sich letzten Endes darum, um der Gesellschaft klarzumachen, dass nur jung und dynamisch und erfolgreich und ohne große Gebrechen, dass das der erstrebenswerte Zustand ist. Schöne neue Welt. Und es geht sich nicht darum, irgendwelchen alten Menschen zu helfen und so weiter. Die werden als Risiko dargestellt. Das ist einer der allerersten plakativen Geschichten, Propagandamaßnahmen, sage ich gerne dazu, ist die, als ich in der Apotheke das Plakat gelesen habe, geh, also mit so einem kleinen Kind da drauf, geh nicht mit Corona zur Oma. Also komplett Kindersprache, also direkt suggeriert, guck mal hier, geh besser nicht zu Oma, besuche keine alten oder kranken Menschen, du könntest die umbringen. Ja, und das ist so eine Angst, die da getriggert wird, auch sogar vom Bundesministerium getriggert worden ist, wo da gesagt worden ist, um die gewünschte Schockwirkung zu erreichen. Also das ist regierungsmäßig in Deutschland so gewesen, dass ein Bundesministerium gesagt hat, dass es eine Schockwirkung erreichen will, weil Leute panische Angst vor dem Tod durch Ersticken haben. Ja? So, es hat also nichts damit zu tun, dass man Leuten die Angst nehmen will, beruhigen will, gesund machen will. Es geht nur damit, um Panik zu schüren und Schockwirkung. Und wie wir im Schock reagieren, wenn jemand einen Schock hat, ist er nicht ansprechbar. Schon gar nicht für rationale Argumente. Ja, Panik und Angst, ne, Michael? Weil Leute, die Angst haben, sind kontrollierbar. Das ist ja das große Problem, das sie mit uns Christen haben. Wir haben keine Angst, weil wir freigemacht sind durch die Wahrheit von Jesus Christus. Und deswegen sind wir eben nicht kontrollierbar. Das ist das große Problem. Ja, es geht sich gegen alle Menschen, die nicht mit den Regierungsmaßnahmen einverstanden sind. Ob die jetzt gesund sind oder ob die jetzt krank sind, ob die jetzt in der Risikogruppe da sind, ob sie jetzt aus religiösen, ethischen oder sonstigen gesundheitlichen, moralischen Gründen machen, interessiert die Regierung nicht. Wer nicht mitspielt, der ist draußen. Ja, und es interessiert nur Corona. Ja, ich höre keine Probleme, ich höre jetzt im Augenblick jetzt nicht für irgendwelche Geschichten, die Leute, die MS haben, Leute, die Krebs haben. Leute, die jetzt irgendwelche anderen langzeitchronischen Erkrankungen haben, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, was weiß ich. Es interessiert niemanden, es interessiert nur noch Corona. Es gibt kein anderes Thema mehr, es gibt anscheinend noch keine andere Krankheit. Die Grippe ist ja auch komplett ausgestorben. Die Grippe, die muss ja schon Respekt gehabt haben vor ihrem bösen Bruder Corona, wobei wir auch schon immer genug Grippekranken hatten. Und viele verstehen auch meine Meinung überhaupt nicht dazu. Und ich kann ganz einfach sagen, dass selbst eine normale Grippe lebensgefährlich sein kann. Vor allen Dingen für Menschen mit einem total heruntergekommenen Immunsystem. Ja, weil sie halt eben krank sind oder alt sind, traf auf meine Oma zu, nachdem mein Opa gestorben ist, im Alter von 80 Jahren. Meine Oma war 5 Jahre jünger und war 75. Und meine Oma war ziemlich immer kränklich gewesen. Jetzt zwar robust gewesen wie so ein Pferd, aber halt kränklich gewesen. Meine Oma hat im Alter von unter 60 bereits die letzte Ölung bekommen im Krankenhaus, hat es dann aber dann doch wieder sich aufgerappelt. Also letzte Ölung ist dann halt diese Sakramente, wo halt
die jemand bekommt von der römisch-katholischen Kirche, damit er dann auch ins Himmelreich eingeht, nach deren Meinung. Und die war damals im Krankenhaus. Frag mich jetzt nicht mehr, weswegen. Aber was ich jetzt weiß, ist, ich habe extra nochmal meine Eltern gefragt, als sie also dann im Alter von 75 Witwe wurde, kurz darauf, ist sie an Grippe erkrankt. Und zwar längere Zeit. Und dann ist der Hausarzt gekommen damals, zu einer 75-Jährigen, und hat meiner Oma eine Grippeschutzimpfung gebracht. Aufgrund dessen hat meine Oma für 3 Wochen über 40 Grad Fieber gehabt, sodass wir also hier dann nur noch den Pastor haben rein- und rausrennen lassen so, und nicht mehr wussten, ob auch mal die nächste Nacht übersteht. Wir reden jetzt hier tatsächlich, sie ist also, jetzt müssen wir überlegen, von 1905, wir reden von 1980, 81 die Ecke rum. Wir reden jetzt nicht von Corona, wir reden jetzt hier bitte von einer Grippe aus 1981, da wo mein Opa gestorben ist, meinetwegen war es noch 82. Und da reden wir darüber, dass nach der Grippeschutzimpfung meine Oma 3 Wochen über 40 Grad Fieber hatte. Die hatte vorher schon die Grippe und die ist nicht weggegangen, sagen wir mal so eine Woche oder so. Und dann ist der Arzt gekommen und gesagt, ja, komm, also wir spritzen dir jetzt hier was. Ne? Und meine Oma und 1980, 82 waren wir alle komplett Medizin und Doktor hörig. Das ist eine Geschichte, die werde ich nicht vergessen. Die wusste ich selber noch, nur ich wusste nicht mehr, dass das so schlimm gewesen ist. Ich wusste, dass meine Oma dann krank geworden ist, kurz darauf. Aber dass das dann so schlimm geworden ist, konnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil ich jetzt nicht die enge Bindung dazu hatte wie meine Eltern. Aber so viel mal dazu. Das war eine normale Grippe in Anführungsstrichen. 3 Wochen über 40 Grad Fieber, kann sich bitte jeder mal überlegen, was das heißt. Ja, über 40 Grad Fieber, 3 Wochen. Das ist die Meinung meiner Eltern. Seit damals, das ist auf diese sogenannte Grippeschutzimpfung zurückzuführen. Und wenn ich dann höre, dass jetzt im Bereich der aktuellen, Anführungsstrichen, Pandemie, wo ja auch die Parameter geändert worden sind, ich glaube im Jahre 2009 von der Weltgesundheitsorganisation, was eine private Organisation ist, die dann gleichzeitig dann auch noch jetzt inzwischen die Parameter einer Immunität geändert worden sind, was also früher dann einen Schutz gegen eine Krankheit darstellen sollte und heutzutage nur noch für einen milderen Verlauf sorgt, so wird also alles im Redenbereich in Neusprech umdiktiert. Aber nochmal, wenn ich die Erfahrung habe, persönlich in meinem engsten Familienbereich, meine eigene Oma, dass die nach einer Grippeschutzimpfung 3 Wochen so krank war, dass wir jeden Tag mit dem Ableben gerechnet haben, da kann man sich, glaube ich, mal vorstellen, dass ich schon Respekt vor einer Grippe habe und absolut den Erfolg von Impfungen innerhalb meiner Familie in mehreren Fällen absolut nicht bestätigen kann. Und deswegen habe ich immer gesagt, also tut mir leid, das ist für mich eine Geschichte, entweder hat mein Immunsystem was funktioniert oder man hat keins. Aber ich wollte gerne die Geschichte bei meiner Oma sagen, das ist eine Geschichte, die kann ich hier erzählen, die ist schon lange genug her. Und wer sich da mal vorstellen kann, wie das ist, wenn deine eigene Oma oder deine Mutter, in dem Falle meiner Eltern, ja, deine eigene Mutter da liegt mit 3 Wochen über 40 Grad Fieber im Alter von 76, nachdem der Onkel Doktor die Spritze gesetzt hat, dann kann man sich vielleicht mal vorstellen, dass ich nicht gerade allzu gut auf bestimmte Dinge zu sprechen bin. Das wollte ich mal dazu sagen. Vielen Dank, Michael, dass du das mit uns geteilt hast. Und deine Erfahrung hier, die werden wir auch nicht durch so persönliche Erfahrungen, aber werden wir auch im weiteren Verlauf dieser Studie der Inquisition, wenn wir in die Bücher des 19. Jahrhunderts zurückgehen, auch hören. Da kommen dann sogar Ärzte zur Sprache, die mehrere Kinder haben und jedes einzelne Kind hat die Nebenwirkungen der Impfung gezeigt. Und Nebenwirkungen, nochmal eben hier deutlich, das gibt es gar nicht. Es sind keine Nebenwirkungen. Das sind unerwünschte, direkte Effekte der Behandlung. Ja? Aber man nennt es dann Nebenwirkungen, dann hat das ja einen ganz anderen, dann kommt das ganz anders rüber bei euch, wenn ihr das hört. So eine Nebenwirkung. Nein, das ist ein direkter Effekt, der unerwünscht ist, aber es ist ein direkter Effekt. Den lade ich ein, wenn ich solche entweder Medikamente schlucke oder solche Spritzen mir setzen lasse. Es ist ein direkter, unerwünschter Effekt. Das wird heute als Nebenwirkung bezeichnet. Lass uns noch ein paar Minuten in das Video reingehen. Wir haben noch ein bisschen, um die Stunde voll zu kriegen. Ich weiß, dass Herr Rumsfeld die Aktien des Herstellers von Tamiflu hat. Tamiflu ist das Medikament, was als Abwehrmaßnahme gegen die Grippe gehandelt wird. Und sein Kollege Bush klopft mal gleich für $2 Milliarden, wir reden hier von Milliarden, nicht von Millionen, für die Vereinigten Staaten ein.
Und sämtliche anderen Staaten folgen diesem Beispiel, also auch die Bundesrepublik Deutschland, bunkert Tamiflu, selbst die Verbraucherschutzministerin von Nordrhein-Westfalen hat es im Schrank. Das sind die Geldflüsse, um die es hier geht. Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten ja gehört, dass wieder über Sparen im Gesundheitssystem die Rede war und auch Medikamente sollen ja billiger werden und so weiter. Erstaunlich ist, dass bei dieser aktuellen Diskussion diese Problematik überhaupt nicht vorkommt, dass da ja doch sehr viel Geld ausgegeben wird. Ja, das ist eigentlich erschreckend. Also das sind Kriegsschauplätze, die nicht beachtet werden. Man muss bedenken, dass auch die ganze Pockenvaccination, vor kurzem war ja ein Aufruhr, es könnte ein terroristischer Angriff mit Pockenviren bestehen. Daraufhin hat die Bundesregierung für jeden Bundesbürger eine Pockenimpfdose eingekauft. Also 80 Millionen Pockenimpfdosen vergammeln jetzt irgendwo, ja. Für die wurde viel Geld ausgegeben. Das Gleiche wird mit dem Tamiflu passieren. Stattdessen werden die Ärzte angeregt, möglichst billige Medikamente aufzuschreiben, statt darüber zu diskutieren, ob die Medikamente überhaupt sinnvoll sind. Ja? Mhm. Also wir sind ständig im Gespräch mit den Patienten bei Cholesterinsenkern zum Beispiel, zu diskutieren, ja, jetzt müssen wir das Generikum nehmen, was es möglichst billig ist und nicht das teure Zocor zum Beispiel. Ja. Mhm. Statt darüber zu diskutieren, ist es überhaupt sinnvoll, den Cholesterinspiegel medikamentös zu senken, wo man ihn durch eine korrekte Lebensführung wesentlich besser in den Griff bekommt, beziehungsweise an dem eigentlichen Problem arbeitet, nämlich dass das Cholesterin das eigentliche Problem ist beim Herzinfarkt, ist genauso umstritten wie HIV bei AIDS. Ja, und hier pausieren wir bei genau 19 Minuten. Wir haben es tatsächlich geschafft, nochmal knapp dieselbe Länge beizufügen, wie wir letztes Mal bereits gehört haben. Und da unser Video jetzt bei einer Stunde ist, möchte ich das hier gerne beenden und möchte natürlich Michael eben noch die Möglichkeit geben, ein paar abschließende Worte für dieses Video zu finden, bevor wir euch wieder entlassen und nächste Woche zurückkommen können und den dritten Teil hiervon anschauen. Ich möchte nur noch kurz auf die Pocken eingehen, die jetzt hier kurz angeschrieben werden. Eine ganze Menge der Bücher, die Gerald auf seinem Archive, auf seiner Archive-Bibliothek hochlädt, haben mit Pocken zu tun und die meisten Bücher, die ich lesen werde vom Anfang des 20. und Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts über den Impfzwang in Deutschland, der ja 1875 eingeführt wurde, das Zwangsgesetz zur Impfung, das ging um die Pocken. Die Pockengeschichte werden wir uns da geschichtlich noch sehr gut und intensiv anhören und anschauen. Das kommt alles später noch. Aber jetzt eben nochmal den Michael zum Abschluss für heute. Bitteschön. Ich kann eigentlich nur nahtlos da anschließen, wo der Dr. Klaus Köhnern ihn aufgehört hat in dem Interview. Und zwar halt einfach die Eigenverantwortung der Menschen. Die kommt überhaupt nicht zur Sprache. Anstatt halt genau eben wieder selber tätig zu werden, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich muss mal abnehmen, ich muss mich anders ernähren, ich muss allein schon mehr trinken, wo es ja schon bei dem Großteil der Menschen dran scheitert, dass die halt genug trinken, genug Flüssigkeit zu sich nehmen, wird halt alles Mögliche verdrängt und halt als Mühsal abgetan, weil es ja mit Arbeit verbunden, wenn man dann plötzlich mal anfangen würde, Fahrrad zu fahren, anstatt mit dem Auto zum Zigarettenautomaten zu fahren. Oder wenn man halt wie jeden Tag mal eine Stunde spazieren geht oder einfach mal irgendwo etwas sich bewegt, ja, und nicht nur abends vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Computer und stundenlang Videospiele spielt, sodass also unsere Generation, die heute aufwächst, die ganzen Kinder und Jugendlichen, die da draußen sind, ja, überproportional mehr ungesund sich ernähren und viel weniger bewegen als die Generation von uns mit 40, 50 plus, die wir damals eben kein Smartphone gehabt haben und kein Riesenfernseher mit Pay-TV und so weiter und so fort, aber wo heutzutage anscheinend die moderne Gesellschaft ohne nicht mehr kann. Und das sind alles Geschichten, Indikatoren, die will ja keiner hören. Niemand will ja irgendwie gesagt bekommen, dass er so eine Couch-Potato ist, also so eine Couch-Kartoffel, der einfach nur da dumm rumliegt und sich eine dämliche Werbesendung oder eine Show oder was weiß ich hinter der anderen da hinterher guckt und dann da geistig verblödet. Ja, das ist ja das Problem. Und da sagte ja Klaus Köhne ja genauso, was nützt mir das denn jetzt, wenn ich jetzt einen Cholesterinsenker oder hier einen Beta-Blocker und dieses und jenes und so weiter. Ich laboriere ja nur an den Symptomen herum und nie an der Ursache. Und das ist genau mit dieser Impfung jetzt auch, in dieser angeführten Impfung. Selbst wenn die einen sogenannten Virus eliminieren würde. Tja, der nächste Virus ist schon in der Mache. Und das sage ich jetzt extra so. Und jedes Jahr haben wir neue Herausforderungen, auch das Immunsystem hat neue Herausforderungen. Und man impft ja immer nur hinterher,
wenn man schon weiß, aha, guck mal hier, da ist jetzt einer und so weiter und so fort. Und selbst wenn die ganze Geschichte 100% stimmen würde, würde man immer hinterher impfen. Wir impfen in Anführungsstrichen jetzt Menschen in 2021 mit einer Geschichte, die in 2019 aufgetreten ist. Was ist denn mit der Sache, die 2020 aufgetreten ist oder von irgendwelchen bösen Sachen, die in der Luft rumschwirren, jetzt im Frühjahr 2021 oder jetzt im Herbst? Und deswegen hängst du einmal da dran, hängst du immer an dem Tropf oder an der Nadel. Und ich glaube halt einfach, dass die Menschen es nicht verstehen, dass es letzten Endes ihr eigenes Immunsystem ist, was sie durch Zugriff von außen riskieren. Weil das Immunsystem dann auch immer sagt, ja gut, warum soll ich denn jetzt arbeiten? Da kommt jemand und modifiziert mich. Wenn ich nicht gut genug bin, ja, dann werde ich jetzt einfach mal etwas das machen, wofür man mich jetzt wieder neu programmiert. Also im Endeffekt ist es so, der Mensch, der einfach bedingungslos alles über sich ergehen lässt, der hat einen größeren Respekt vor einer anderen Person oder vor einer Doktrin als vor seinen eigenen Körper. Und lebt dann komplett unbewusst, weil er sich ja seines eigenen Körpers und seiner eigenen Möglichkeiten des eigenen Körpers überhaupt nicht bewusst ist. Also ist er völlig abhängig. Diese Menschen sind ja schon physisch Sklaven, indem sie halt sagen, gut, habe ich irgendetwas, dann muss ich zum Arzt rennen, der muss mir etwas dagegen verschreiben. Das heißt, die Bereitschaft, sich selber zu reflektieren oder selber sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen, hört er da schon auf. Und in dem Moment, wo ich jetzt eben da einen Umbauplan im Körper durch einen Arzt oder Mediziner, durch wen er immer da jetzt gemacht wird, in dem Moment ist es natürlich dann so, in dem Moment hat sich eigentlich jeder dazu auch entschieden, halt einfach dieses glückliche Abhängigkeitsverhältnis dann weiterzuführen im Leben, so wie man schon weiter durch den Kindergarten, die Schule, die Universität, das Arbeitsleben und so weiter programmiert worden ist. Einfach immer nur irgendjemanden hören, der studiert hat und dann wird schon alles gut. Ist immer noch gut gegangen, sagt der Kölner. Und zum Abschluss, ohne mich jetzt langfassen zu wollen, ich finde das schlimm, dass die Menschen nicht in der Lage sind, selber Dinge großartig nachzufassen. Das gilt natürlich nicht für die Menschen, die sich damit aktiv beschäftigen. Und zum Glück kenne ich eine ganze Menge, also ich kenne eine ganze Menge davon. Aber wenn ich da sehe, wie viele Menschen da draußen jetzt schon älter sind und über Jahrzehnte hinweg schon irgendwo so einfach nur existieren, ohne irgendwie bewusst dieses Leben wahrzunehmen, so toll, wie es eigentlich sein könnte im Rahmen unserer antichristlichen Welt hier, das zeigt mir jetzt diese Krise da draußen, zeigt mir das jetzt überdeutlich, wie viele Menschen eigentlich überhaupt nicht leben, sondern einfach nur existieren. Aber wirklich nicht leben, sich nicht an ihrem Körper, an ihrem Geschenk dieses Lebens erfreuen, sondern einfach nur Spaß haben wollen, über nichts nachdenken und einfach nur irgendetwas in ihren Körper reinschütten, ob es jetzt halt Alkohol ist, ob es jetzt irgendwelche Gifte sind. Und die Medikamente haben alle Nebenwirkungen. Das zeigt mir diese Krise da draußen, egal wie sie jetzt verursacht worden ist, ganz deutlich, die Menschen haben keinen Bezug zur Natur, die haben keinen Bezug zum Leben und die haben natürlich auch aufgrund dessen keinen Bezug zu Gott. Und